Lieber Widder, ich grüße dich zu deiner Botschaft für den Monat Februar. Wie immer, es ist ein allgemeines Reading, spür in dich hinein. Nimm nur die Botschaften mit, die für dich wichtig sind und du kannst auch bei deinem Aszendenten oder Mondstein schauen. Und wir schauen mal, was für dich im Februar wichtig ist, was die Energien dir mit auf den Weg geben möchten. Und dann schauen wir mal hinein. So, dann zwei, okay. Upsala. Und ein Kraft hier bitte für dich. So, lieber Widder, der Monat Februar. Du hast Merlin, Metamorphose, Zauberkraft, wunderschön. Also, du begibst dich in eine neue Energie. Du kommst immer mehr in deine Kraft und es ist jetzt auch Zeit, wieder neue Kraft zu schöpfen. Denn dein Weg möchte dich dahin führen, dass du deinen Weg der Fülle, des Erfolgs, des Wohlstands gehst. Er führt dich definitiv dahin, wenn du wieder vollkommen in deiner Kraft bist. Solltest du noch irgendwelche Blockaden haben, dann löse sie auf. Der ein oder andere, wenn du magst, kann natürlich auch eine Rückführung machen in ein früheres Leben, wo diese Blockaden herkommen. Wichtig ist, dass du jetzt wieder in deine Kraft kommst. Merlin ist an deiner Seite und schöpfe diese Kraft, um hier wirklich wunderschön vorwärts zu kommen. Du hast dieses Wissen in dir, du hast Wissen aus altem Leben in dir. Nur kann es sein, dass du hier einige Blockaden hast. Löse sie auf und komm wieder quasi in deine Ausgeglichenheit. Du hast den Panda-Bären als Krafttier zur Unterstützung an deiner Seite. Er möchte dich wieder vorwärts bringen, damit du deinen Weg gehst. Der Weg, der für dich bestimmt ist. Kraftvoll wirst du jetzt beginnend. Wir sind natürlich noch immer in alten Energien. Wir gehen jetzt erst mit dem Frühling vorwärts. Also schöpfe Kraft, gehe vorwärts, löse Blockaden und du wirst deinen Weg gehen, wo Fülle, Erfolg und Wohlstand auf dich warten. Merlin ist an deiner Seite und er führt dich in diesem Monat. Ja, dann werden wir einen Engel noch für dich erbitten. Einen Engel noch. Dankeschön. Und dann schauen wir mal. Ja, der Engel des Glücks ist an deiner Seite. Er führt dich und du hast hier wirklich einen sehr schönen, glücklichen Weg. Wenn du Kraft brauchst, dann hol sie dir zurück, ruh dich aus, um in diese Kraft zu kommen, löse die Blockaden und es geht für dich auf jeden Fall vorwärts. Ich wünsche dir einen gesegneten Februar, viel Kraft, viel Erfolg, viel Fülle, Wohlstand auf deinem Weg und wenn du magst, bis zum nächsten Mal. Ciao.